So, willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Hier waren wir ja stehen geblieben in diesem Paradies. Nein, aber hier waren wir stehen geblieben. Ob das wohl so sicher ist? Überraschung in 3, 2, 1. Groß Neues. Ich habe gelogen. Überraschung. Ach komm, was ist dich wirklich gemacht? Sie haben dich als Baby verschlissen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. So. Es war einfach episch, sorry. So, willkommen zu Portal 2. Ich sehe rote Laser rumfliegen. Erstmal machen wir das dahin, ne? Und dann machen wir das dahin und fliegen voll in den Laser. Oder auch nicht. Ich will gerade auf der Ursache gehen. Woher kommt der Strahl? Ach, da hinten. Na, klasse. Naja, tschüss. Was haben wir denn? Das muss irgendwie aktiviert werden, denke ich mal. Böse, böse! Ich muss das treffen, damit die Tür aufgeht. Aber ich brauche hier einen Würfel. Und dann kommt wahrscheinlich da raus. Aber wie schaffe ich das? Ich probiere es einfach mal so. Ich habe keinen Plan. Okay, das klappt schon mal nicht sehr gut. Ja. Ich weiß, dass ich überlegen muss. Das fliegt ein Würfel rauf und da. Und dann fliegen die zusammen und fallen da runter. Aber das sollen die nicht. Ja, das bringt mir ja herzlich. Oh Gott, nein, 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 nicht runterfallen. Das bringt mir ja eigentlich herzlich wenig. Und so? Nein. Hä? Da liegt ein Würfel. Schnell hin da. Ich will zum Würfel. Aber nicht runterfallen. Flop. Da habe ich ihn. Ich habe den Würfel. Ich habe den Würfel. Ich habe den Cube aus. Böse. Ich habe den Cube. Oh. So, nach ein bisschen Überlegen habe ich es geschafft, den Cube in meine Hände zu bekommen und weiter und weiter. Und ich habe sogar zwei hier liegen. Ach, bin ich nicht gut? Langsam vorarbeiten. Kann ich den jetzt abschießen? Blöd, Mann! So, da können wir jetzt in Ruhe weiter experimentieren. Aua, aua, aua. Ich habe ein komisches So, ich hab's geschafft. Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Nein, nicht meine Eltern. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Nächste Frage, wie komme ich da rüber? Ganz leicht. Genau, geht erstmal alles aus hier, warum nicht? So geschafft, wir sind drüben. Oh Gott, ich habe ein Rätsel gelöst. Ich habe ein Rätsel gelöst. Ist zwar nicht so heftig, aber ich habe ein Rätsel gelöst, was für mich ziemlich schwierig erschienen ist, da ich ein bisschen nachdenken musste und das ist für mich ungewohnt. Hey, wie geht's? Ich habe
mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig. Wo ist er? Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Oh, halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Ja, noch 5 Kammern. Dann gibt's Party. Party, Ende, eher. Nein. Bottle Tour ist schon ein lustiges Spiel. Das war das Schlusswort. Nein. Ich möchte euch mal spoilern. Nach Portal 2 kommt Edna bricht aus. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Hallöle. Kammer 19 von 22. Da ist ein Cube, den möchte ich haben. Da sind diese bösen Arschgeigen. Da ist ein Cube. So rüberfliegen könnte ich ja, aber wovon? Au. So, Moment. Ich guck mich mal ein bisschen um. Ja. Da oben ist ein da oben. Was ist denn da oben? Da will ich doch mal. Da guck ich doch mal hin. Was ist denn hier oben? Oh. Nur der Laser. Ein Fall, mein Laser. Den ich benutzen könnte. Aber wohin sollte ich den denn lenken? Was steht denn da oben? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade ratlos. Ne? Moment mal. Nee. What the? Moment mal, ich überlege, da muss ich irgendwie raufkommen, ja. Warum sind denn da 3 Stück? Hat das was zu bedeuten? Ich bin echt zu doof dazu. Wahrscheinlich facepalmen gerade so viele Menschen. So, den hätte ich. Den hätte ich. Hallo? Würfel? Oder mit dir? Aber da oben ist noch einer und an den möchte ich gerne. Das heißt, ich müsste da irgendwie hinflattern. Von dort aus. Mit dem Ding. Aber wie komme ich da hoch? So, ich baue mir mal einfach eine Treppe. Oder ich versuch's. Um es besser auszudrücken. Es klappt doch eh nicht. Was mache ich denn da? Ich bin nicht doof. Ein Stückchen, komm schon. Ach komm. Ich hätte es doch fast gehabt. Planänderung. Wir feuern das da oben einfach mit dem Würfel. Oh, da ist er doch. Ach verdammt, wo ist er jetzt hin? Ah, ich versuche den Würfel da wegzufeuern mit dem Würfel, wenn ihr das gerade versteht, was ich möchte. Nein? Okay, verstehe ich auch nicht. So, wir schieben ihn mal davor. Ja, dann, aua. Wen muss ich denn werfen? Den gelben.
Geklappt! Yay! Jetzt habe ich schon mal alle Würfel. Und was soll ich damit, ist die nächste Frage. Da oben ist ein Laser. Ein Laser. Und der muss dahin, eigentlich. Ich gehe mal da hoch. So, hallöle. Irgendwas habe ich schon mal aktiviert, aber was? Kann ich da auch hoch? Nö. Was hat sich aktiviert? Fragen über Fragen. Kommt man da echt nicht hoch? Ist ein bisschen lame, weil ich gerade echt überlege. Aber was bringt mir das, den Laser dahin zu machen? Das müsste doch irgendwas auslösen. Aber was? Ja, ihr habt richtig erraten. Ich hänge hier ewig wieder an der Testkammer rum, falls ihr das wisst. Falls ihr das wisst. Was laber ich da eigentlich? Ich möchte mal darüber fliegen. Ich weiß nicht wieso, aber ich möchte es. Ich bin aber zu doof dazu. Bah. Da muss das ran. Aber wie mache ich das? Wie mache ich das zum Teufel? Wahrscheinlich ist die Lösung wieder richtig einfach. Wozu ist das da, wenn ich da eh nicht raufkomme? Ich verstehe es nicht. Fragen über Fragen. So. Ich fliege mal darüber. Das war doch eine doofe Idee. Aber was sollte ich denn da drüben? So. Ach, fick dich! Voila! Ich habe einfach keine Ahnung! Ich muss ihn noch weiterleiten, sicher, ja. Aber wieso? Wie muss ich denn? Muss ich da hoch? Was? Ich gehe jetzt mal da hoch gucken. So. Der Gelbe muss weg. So. Nein. Hallo. Ja. Das Spielchen können wir jetzt den ganzen Tag so machen. So, jetzt aber. Jetzt. Oh. Ach komm. Ja, oder so. Ja, es fehlt mir ein Cube. Um es nach da zu leiten, auf das Teil. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee, ist das, Pascal. Pascal, wir lieben dich. Das ist eine super Idee. Du bist der Beste, was mir je passiert ist. Das so, der ist schon mal drüben. Und wir folgen ihm jetzt direkt. Und wir kommen. So. Aua. Und darauf zu kommen sollte jetzt nicht so schwer sein, denke ich. Wir machen einmal so. Nehmen den Cube.
Erst machen wir die weg, die sind ja nicht von Dumbach. Da lebt noch irgendwo was, oder? Jetzt. Halleluja. Jetzt können wir das benutzen, um dann da hoch zu fliegen. Aber erstmal muss ich da wieder rein. Dann machen wir das gelbe Portal eben weg. Dahin. Und über uns das blaue. Fliegen hoch. Machen da nichts hin. Wo ist denn das jetzt? Ach, da. Da das blaue. Und jetzt sind wir drüben. Leute, ich habe das Rätsel geschafft. Nach 5000 Jahren habe ich das Rätsel geschafft. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Ist mir egal, ich habe das Rätsel geschafft. Endlich! Hat ja nicht ewig gedauert oder so. Nein, bei mir doch nicht. Der dauert doch nichts lange. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Och nö. So, die alle müssen betätigt werden, das ist doch easy going, oder? Nein? So, der flippert dahin. Mach mal da einen Strahl und einen hätten wir ja, weil wir so gut sind. Hä? Wir haben ja drei Strähle. Vielleicht ist die Lösung wieder so einfach, wie es aussieht. So. Dann nicht. Den hätten wir, ja. Aber einen kann ich ja noch mit dem Portal machen. Das geht ja direkt darauf. Das ist ja schon mal schön. Zwei hätten wir ja. Das ist ja nicht. Das ist aber das will ich nicht. Das reicht mir nicht. So. Und einen habe ich jetzt noch über. Oh nee, ne? Das war richtig. Habe ich es geschafft? Alter Falter, das hätte ich ja nie von mir erwartet. Ich glaube, das war eher Glück als Skill. Man sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen. Und sich von allem Überflüssigen trennen. Gut zu wissen, aber ich bin jetzt schon so schön weit. Das freut mich und ich hab's geschafft. Oh, das ist. Ohne Witz, ne? Ich muss mich so anstrengen jetzt mit Denken und das fällt mir echt schwer. Es klingt zwar dumm, aber ich bin dumm. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen und echtem Konfetti, dem Guten, die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen, aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. So, erstmal schauen wir und sehen da, aha, die Tür geht auf, wenn man da was rauflegt. Aber damit wir da was rauflegen können, müssen wir erstmal da rauf. Und das heißt, wir werden jetzt darüber gehen und einmal diesen Dings hier aktivieren. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi!
Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht. Lauf! Lauf! Hallo. Na los, na los! Ich bin ja schon da, ich bin ja schon da. Ich schließe die Tür. Nur noch mal zur Erinnerung. Wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiterrennen. Okay. Mal eben kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten wir ihr gegenüber. Für den Moment jedoch, lauf! Ich bin ja schon dabei. Der ist so cool, der Typ, ohne Witz, ey. Ich bin echt stolz auf dich, Flipper. Weitergehen, schön weitergehen. Das ist übrigens Flipper. Flipper das Radio. Dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält ihr uns eigentlich? Oh. Na los, na los. Für sehr dumm. Ich komme ja schon. Und wir sind im Ladebildschirm. Auf der Flucht. Wir sind echt auf der Flucht. Und das finde ich voll cool. Das macht mich voll stolz und glücklich. Und wir rennen weg. Und. Na los, hallo? Na los. Kannst du dich nicht eigentlich auch einfach abschalten, weil du ja in diesem Ding. Ach, egal. Ich will dich ja nicht beunruhigen oder so. So, ja, die hätte ich, glaube ich, getötet. So, schnell raus hier. Hier geht's gut, super, los. Ja, wo bist du denn? Ach, da. Ja, ich folge dir schon. Ich hab's geschafft zu überleben. Die ist echt fies, diese Glados. Glados, ist doch egal, wie die heißt. Ich und meine Portalgun, wir sind unzertrennlich, denn wir sind so mega cool. Ich glaube, wir sind so männlich. Ich komme ja schon. Ja, keine Hektik. Keine Hektik, habe ich gesagt. Das war doch easy going, hallo? Schaffen wir. Glaub nur an das Herz der Karten. Schnell rein hier. Puh. Ach, die will uns, glaube ich, umbringen. Ja, das habe ich ganz alleine herausgefunden. Ganz alleine. Und dafür möchte ich jetzt auch voll gelobt werden. Ich warte. Willst du mal? Teil 5, die Flucht. Schon bin ich draußen. Oh, klasse. Du hast es geschafft. Da bist du ja, mein Kumpel. Viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Was ist los? Können wir denn nicht einfach hier sitzen bleiben? Okay. Okay, nicht bewegen. Okay. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ja. Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir ziemlich alles gesagt. Ja, das ist echt schlimm. Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Das schaffst du schon. Einfach hier den Weg anleuchten. Ich fühle mich gerade wie in einem Horror-LP. Porte 2 mit Cam, was? Vor langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Oh, sehe ich. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Okay, kommen wir weiter. Na, wo willst du jetzt hin? Hallo? Ja, ich folge dir nur. Dann willst du, dass ich hier raufgehe und dann weitergehe? Du, hier ist eine Sackgasse.
Versuch rüber zu springen. So. Oh, auf die Seite. Na toll. Lass mich raten, ich bin jetzt hier drüben und hier ist kein Licht. Wo bist du denn? Mach mal Licht hier. Minium? Hallo? Ah, hier ist eine Treppe. Treppe, 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 Treppe. Ich sehe dich. Ich komme. Ich sollte mal aufpassen, wohin er hinscheint. So, von wegen. Ja, hier rüber. Nicht stehen bleiben. Der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein. Mach du mal weiter Licht. Ich folge dir. Du machst echt das. Du machst das gut. Du bist eine echte Taschenlampe. Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Für einen Sprung? Willst du mich verkacken? Habe ich doch mit links geschafft. Nicht mit rechts, sondern mit links. Was ist da denn? Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Hallo, Weg. Oh, schön gemacht. Danke, danke. Einfach weiter leuchten. Oder was ist denn da hinten? Da leuchtet es rot. Immer gerade. Oh. Immer weg, ich muss hier durch. Ich will wissen, was da ist. Ich will wissen. Geh da weg. Ich will wissen, was da ist. Es leuchtet so schön rot. Oh. Wo lang? Oh. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Ey! Die, Entschuldigung, übelriechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übelriechend. Du bist ein Arsch, jetzt komm runter, ich möchte weiter. Warte, was haben wir denn hier? Ja, wohin? Sieht aber cool aus hier. Sieht wirklich schön aus. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Welchem Korridor? Da? Schön hier, muss ich sagen. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Ja, ist mir schon bewusst. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ja, so, fertig. Hallo. Ja, ich bin da. Jo, geschafft. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Toll, oder? Ich bin ein echter Gangster. Ich gehe nämlich bei Rot über die Ampel. Gut. What the Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Auf, wie geht's sie? Einfach runter, unten. Tada. Bin besser als du, Mongo. Wow, wir sind echt toll dabei bei Portal 2 und so, ne? Auch wenn ich ruhig bin, weil ich nicht reden möchte, wenn er redet, weil ich sonst dann die Sequenzen kaputt mache. Ich habe hier ein 3DS, den habe ich heute Pokémon Silber gekauft. Hallo. Wo muss ich denn hin? Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Da! Da! Easter Egg, oder? Nö. Oder? Das sieht aus wie Peabody oder so. Schade. Ich dachte, ich hab was entdeckt und dann sowas. Muss ich da rüber? Hallo? Ja. Ich komme. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Okay. Und nur weil du es bist. Alle ab. Wo muss ich denn hin? Kann ich irgendwie hoch? Nö. Ich wette, ich bin hier auf dem Gerüst falsch. Muss ich auf das da? Ja, yep, jetzt habe ich's. So, natürlich muss ich da vielleicht lang. Ich glaube nicht. Ich gehe mal da lang.
Einfach folgen. Oh, der lebt ja noch. Ich rette dich. Du bist anders. Du darfst nicht sterben. Ich stelle dich hier ab. Oh, ich nehme dich mit auf meinen. Nein, nein. Ich will dich mitnehmen auf meiner Reise durch den süßen. Nein! Ich hole dich. Du bist anders. Du musst mit mir kommen. Wir sind jetzt zwei einsame Menschen. Was? Okay, mein Kleiner. Du bist echt gut in. Er redet mir zu viel. Das wäre mir nicht sehr nett. Ja, wie komme ich denn jetzt bei. Ach Gott, nein, ne? So, das hätte ich. Weg. Oh. So, das hätten wir. Das war ja easy going gewesen. Wir sind ja echte Piraten. Wir können sowas. Wir sind viel cooler als der Captain Morris. Hey. Ich kriege noch einen zugeworfen, dann fange ich ihn auf. Ja, ah, ich liebe die Sprüche von den Turm. Und ich habe ihn gerettet. die Türme, die normal reden. Was? Das wird dir gefallen. Ach, da bist du. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Finde ich gut. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Hallo. Fertig, gehackt. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Hallo. So, jetzt hol ich mir den Turm. Hey, das sollte genügen. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Ey, ich bin ein Scanne-Vorlage. Ach, egal. Ich gehe weiter. Irgendwelche Ideen? Einfälle? Nein? Na, ich auch nicht. Vorlage. Antwort. Was willst du denn? Denkst du noch nach, oder was ist los? Vorlage. Ich weiß gar nicht, was du willst. Vorlage. Antwort. Hallo. Wir nehmen als Vorlage diese. Na schön, folgender Plan. Dose. Wir beide werden weiter nachdenken. In aller Stille. Vorlage. Antwort. Oh, warte, ich hab's. Nein, ich hab's doch nicht. Vorlage. Oh, Manno! Muss ich da irgendwas reinstellen in den Scanner? Mir fällt da was ein. Ich könnte so tun, als hätte ich dich gefangen. Ich liefere dich ihr aus und sie bringt dich um. Dann könnte zumindest ich weiterleben. Was hältst du von der Idee? Doofe Idee. Vorlage. Antwort. Hallo. Oh Mann, oh, wie muss ich denn machen? Du bist doof. Aber der Turm ist doch weg. Ob das System eine Sicherungskopie speichert? Vorlage. Antwort. Was heißt das? Vorlage. Was haben wir denn da? Moment. Da kommen. Wie wär's, wenn wir ihn etwas anderes scannen lassen? Vorlage. Antwort. Ach nee, wirklich. Was haben wir denn da so? Vorlage. Antwort. Ich habe eine Idee. Vorlage. Antwort.
Wir fangen mal ein und lass packen den dann dahin. Du kommst jetzt mit mir. Denn du bist cool. Vorlage. Antwort. Also mir geht's gut, mein Kleiner. Ich brauche dich mal als Vorlage. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Das wäre mal schön. Oh, klasse, du hast einen. Ja, stell ihn da rein. Mal sehen, was der Schrotthaufen anrichten kann. Neue Vorlage akzeptiert. Es klappt. So. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Okay. Antwort. Okay, der Meisterhändler fängt jetzt an. Beiden sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Finde ich gut. Behalte die Tür im Auge. Wir sind da. Schön kompliziert. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Aha. Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. So, wir haben es geschafft, da rauszukommen, nachdem ich meinen Grips angestrengt habe. Kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Gut, wo ist sie denn? Wir gehen mal hier lang. Es ist hier zwar sehr dunkel, doch man munkelt, dass es dunkel ist. Was? Wir gehen einfach mal hier durch. Vater-Tochter Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Potato Power. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klasse. Aber wirklich genial. Kartoffelbatterien. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Backpulvervulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Vulcano. Ich wette, das war kein Akademikerkind. Ich will ja nicht versnobbt erscheinen, aber da sieht man doch klar das Werk eines Arbeiterkindes. Ich sag ja nicht, dass die nicht so gut sind wie die Akademikerkinder. Nur eben sehr viel dünner. Oh Gott, was ist das denn? Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Kartoffeln, ich liebe Kartoffeln. Das war irgendwie der Mutter, der Vater-Mutter-Tag. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Vater-Kind-Tag macht mir ein bisschen Angst. Nur ein bisschen. Ist hier mit den Portale da hinten, hä? Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Hier lang. Da soll ich noch weniger planen als ich hier drin, habe ich das Gefühl. Gott, wir kommen aber eigentlich weit voran. Wir haben schon einige Kartoffel-Experimente gesehen. Von Kartoffeln, 4 Kartoffeln, was? Ihr wisst, was ich meine. La 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 la, wo wollen wir jetzt hin? Ha, ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Dann gehen wir mal dahin und machen alles kaputt. Bin ich jetzt so für spontan? Ich stehe auf spontane Dinge. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real. Wer macht's gut? Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Nein, wer weiß, was die Taste. Oh, nein, wer weiß, was die Tür ist. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Ach, da bist du. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die Wie-soll-ich-anfangen-Phase. Sehr heikel. Also fangen wir an. Lass ja, dann fangen wir an. Beginnen. Na schön. Das schaffst du. Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Pack das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Gut, das habe ich. So ein komischer Kasten. Da steckt wahrscheinlich was Elektronisches drin. Und ein Monitor. Ja, der könnte von Bedeutung sein. Den behalte ich mal im Auge, falls da irgendwas Wichtiges angezeigt wird. Wie zum Beispiel Passwort akzeptiert. Und da ist noch was Flaches. Keine Ahnung was, aber zur Kenntnis genommen. Wenn dich jemand fragt, ist da was Flaches? Antwort ja. Da fragt sich was. Komisch.
Eine Bodenplatte, wozu die wohl gut ist? Weißt du was? Die verhindert, dass alles ins Leere stürzt. Ja, die Bodenplatte hält das Ding zusammen. Stifte, die brauche ich vielleicht. Dummerweise sehe ich keine. Was machst du da eigentlich? Was nicht hier ist, sind wir die ganze Nacht beschäftigt, Stifte etwa. Wir bleiben besser bei dem, was wir sehen können und kümmern uns nicht um Sachen, die nicht da sind. Ich bereite mich also vor, eine Verbindung zur zentralen Nervengift-Kontrolleinheit herzustellen. Ich muss den Laden hier mal kurz dicht machen. Hier ist mein Ausweis. Schalte ich mal eben ab. Ich darf dir das befehlen, denn ich bin vom internationalen Nervengift-Überwachungsgremium. Hier ist ja nichts. Passiert nichts. Die sind echt auf Zack hier. Na, dann muss ich wohl die Hacker-Tricks der absoluten Profiklasse abrufen. Dann mach jetzt endlich. Sieh nur ein Vogel. Er ist so ein Vogel. Majestätisch. Gleich fliegt er wieder weg. Schau schnell hin, so eine Chance bietet sich nur einmal im Leben. So ein schönes Tier, einfach einmal. Der ist so krank. Es wäre eine Schande, den Anblick zu verpassen, nur wegen dem ollen Nervengift. Das ist morgen auch noch da, aber der Vogel, der ist gleich verschwunden. Schau, mit einer Kralle hat er sich schon von seinem Ast erhoben. Er schlägt schon mit den Flügeln. Ich sag dir was, ich übernehme kurz deinen Posten, damit du dir in Ruhe den Vogel anschauen kannst. Ich kümmere mich so lange um den ganzen Nervengiftkram und du kommst hierher und schaust dir dieses Prachtexemplar von einem Vogel an. Aber schnell hier. Ja, dann mach. Mein ganzes Geplapper hier verscheucht ihn schon. Ah, verflixt. Das klappt irgendwie nicht. Der Typ interessiert sich nicht für Vögel. Mano. Du da, ich bin sehr verwirrt. So, zu ihm kommen wir irgendwie nicht hin. Da ist ein Laser. Der feuert. What the fuck? Der feuert darauf. Und den müssen wir jetzt benutzen, aber wohin? Kriegst du Nervengift? Hm. Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Was ist das so richtig? Weiter damit. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. Ich hab's herausgefunden. Mann, war ich dumm. Natürlich komme ich da nicht von alleine drauf. Ja. Ja, dann mach mal auf hier. So, ich hab's doch noch gelöst nach ein bisschen. Ich dachte, der macht denn jetzt irgendwas und ich höre den ganzen beim Labern zu und dann dachte ich mir, ja, ich bin doch drauf gekommen, einfach so ganz stumpf. Ich hätte nicht gedacht, dass ich damit die Laser, die Arme durchtrennen muss. Mit dem Hurricane. Das ist cool, oder? Finde ich auch. Wie in der Achterbahn. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Oh ja, oh Gott. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Ja. Das ist die falsche Richtung. Ich bin jetzt alleine, oder was? Genau, ich gehe zu ihr mal eben so alleine und sage ihr Hallo und sage ihr, hey, ich habe dich durch Stummheit getötet. Wie geht's dir denn so? Ne, lange nicht gesehen. Du warst ja ziemlich unlebendig und ich habe geschlafen. Ne?
Oder wir sind einfach hier und ich gehe hoch. Cool. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ach nee, das kenne ich doch noch irgendwoher. Ich bin nahe bei ihr, sehr nahe. Das leuchtet so schön, deswegen lassen wir da mal ein Portal hin. Huh. Kleidos Emergency Showdown and Cake Dispensary. Keep unlocked. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung. Ich hab nichts getan. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Das war wirklich reizend. Oh, eine Aber Toilette. Jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine. Ach, da bist du ja. Ich liebe dich. Bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Hallo, Kleidos. Ich hatte nichts damit zu tun, das war der andere. Wir können hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Okay. Hallo? Ich hasse dich so sehr. Hallo? Zu 80% beschädigt. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Okay, wo? Du machst wohl Witze. Auf geht's. Akzeptiert. Ersatzkern. Bereit für den Transfervorgang? Jawoll. Kleidos, guck mal, da ist Flipper. Für den Transfervorgang? Nein. Oh ja. Nein. Pakt entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja. Ausleihen-Pakt-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pakt-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin. Drück einfach drauf. Wo? Nicht. Ja, los, mach es. Drück nicht den Knopf. Du weißt nicht, was du tust. Ich glaube, sie lügt. Nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Knopf nicht drücken. Ja, stimmt. Du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Darf Knopf nicht drücken. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Hör übrigens auf damit. Also, egal. Ja, das stimmt zum Teil. Aber falsch ist, wenn ich nicht viel schlecht habe, haben die den Knopf gedrückt. Nutze den Moment der Verwirrung und drück auf den Knopf. Ich will einen Knopf. Habe ich dir jemals gesagt, was ich an dir ganz besonders schätze? Also, als erstes, deine Lösungskompetenz. Ich liebe es, wie du Probleme löst, besonders in Diskussionen. Und zweitens, wie du Knöpfe drückst. Die beiden Sachen mag ich so an dir, deine unnachahmliche Art, Knöpfe zu drücken und deine... Ja, ist okay, ich möchte aber... Bei unserem ja, klar. Dachte ich, das ist doch meine Frau, die so richtig gut auf Knöpfe drücken kann, wenn es drauf ankommt. Sie hat ungeahntes Potenzial von Natur... Bam, bam, bam! ...gelöst. Und wenn das weh tut, wenn das richtig weh tut, oh, daran habe ich nicht gedacht. Wird schon nicht, das schaffst du. Das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau. Ah! Hände weg von mir. Nein, stopp, nein! Nein, nein! Oh. Schau dir das an, nicht schlecht, was? Riesiger Roboter, gewaltig.
will ich nicht Furcht einflößen. Wie cool war das denn jetzt bitte? Ich liebe dich. Du bist so toll und Leidos ist tot. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Moment, da fällt mir was ein. Wie soll ich denn da reinkommen? So riesig wie ich bin. Ich hab's. Du steigst in den Fahrstuhl und ich schleudere mich aus meinem neuen Körper. Ich hab immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Du bist eh der Beste. Ich bin ein verdammtes Genie. Was da jetzt rumfliegt. So. Ich liebe das Spiel gerade so. Tut mir leid, wenn ich so leise war. Aber ich war konzentriert. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Wheatley hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt, das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich was unternehmen. Nein! Was tust du da? Nein! 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 Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Ah. Siehst du? What the fuck? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Hallo, GLaDOS. Entschuldige, was? Ich tu doch gar nichts. Die Kartoffel. Nein. Wo bin ich? Ich bin gerade so. Da ist sie endlich tot und der andere ist dann Gabba King und dann macht er so einen Scheiß. Es tut mir leid, wenn ich immer so leise bin oder so, weil ich konzentriert bin. Der Sturz, Teil 6. Na, wie läuft's? Ich bin eine Kartoffel. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlegt, den haben wir also. Hey, du fällst aber mit mir. Schaff ich doch. Au, au. Ich meine, GLaDOS ist eine Kartoffel. Eine Kartoffel. Hallo? Eine Kartoffel. Habt ihr das mitbekommen? Unglaublich, eine Kartoffel. Was ist das? Ich sehe einen Vogel. Sie hat die Kartoffel.
Ja. Wir sind ziemlich weit unten, würde ich sagen. Sehr, sehr weit unten. Am Arsch der Welt sind wir hier. Und meine Kartoffel ist weg. Was für ein scheiß Spiel. Nein. Sie haben meine Kartoffel genommen. Ein Mann ist nichts ohne seine Kartoffel. Ah. Ich hab's verstanden. Oder auch nicht. Oder, ach nee, doch, hab ich. Hat jemand meine Kartoffel gesehen? Sie ist ungefähr 30 cm groß, ne, 10 cm groß. Voller Elektrizität, voller Elektrokram und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Eine Kartoffel halt. Ich kenne ein Lied, das geht jeden auf die Nerven, jeden auf die Nerven. Wo muss ich hin? Wo bin ich? Ich gehe mal den langen Weg da lang. Keep out. Do not enter. Okay, do not enter. Keep out. Keep out. Warum sollte ich meine Ansicht vergrößern? Was steht da? Steht da was? Nee, leider nicht. Hallo? Muss ich da irgendwo hinschießen oder so? Ich denke mal, dass ich da irgendwo hin muss. Ah, da oben. Hab's gefunden. Gut, deswegen sollte ich die Ansicht vergrößern. Ich bin oben, ich bin oben. Immer hoch, immer. Das sieht so geil aus. Ist einfach so. Wo muss ich denn jetzt hin? Hallo? Hat jemand... Oh. Es leuchtet, dann gehen wir da mal hin. Muss ich jetzt dahin? Bin ich jetzt hinterm Keep Out? Ja, bin ich. Gut, das hätten wir geschafft. Do not enter, Keep Out. Ja, ich weiß, aber ich gehe trotzdem weiter, weil ich wissen will, was da ist. Außerdem ist es so ruhig und still und hier ist nichts und das beunruhigt mich ein wenig, aber auch nur ein wenig. Ich meine, wir sind Kilometer weit in die Tiefe gestürzt. Und jetzt sind wir hier unten, im Nichts. Wo ist meine Kartoffel? Yay! Wow, eine große Tür. Eine echt große Tür. Ich geh mal da hoch. So, was ist denn hier? Ach, Kacke. Ist das so okay? Ja. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Ich hab's geschafft. Hallo, du große Tür. Sie öffnet sich.
Ja, ganz schön groß. Da ist nix. Hallo? Ach, da ist ein kleiner Raum. Aber wie komme ich da rüber? Hallo? Da hoch. Dann durch. Gehen wir mal einfach rechts lang. Und wir sind da. Supi. Bei der Tür. Und was haben wir hier? Ein Barhocker. Danger. Keep out. Wir sind da ganz unten. Und ganz unten am Arsch der Welt ist eine riesige, riesige Tür. Warum zum Teufel ist da eine riesige Tür? Kann mir das jemand verraten? Bitte und so. Hallo. Was haben wir hier denn? Sieht aus wie viel Schrott. Aperture. Oh, Aperture steht da hinten. Science. Die haben hier anscheinend irgendwie viel Schrott vernichtet. Hier geht's hoch und... Oh, eine Wand. Ich will da mal durch. Was ist denn hier? Welcher Hebel? Bin ich hier tatsächlich richtig? Okay, Caroline, so hieß doch auch die Tante aus Portal. So hieß die Tante aus Portal. Nein, wirklich. Wenn ich hier nur im Rumrennen bin und überlegen, was ich machen muss, das ist echt übel. Das muss doch voll langweilig sein, mir zuzusehen beim Nichtsmachen. Ich meinte, das ist Caroline, das ist doch GLaDOS. GLaDOS. Sie hieß doch auch Caroline, oder? Täusche ich mich da jetzt? Schade, fast. Und zu weit. Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu My Hammer gehen. Nein, Spaß. Einfach mal ganz stumpf rein. Warum fliege ich immer zu weit? Ach komm, das ist mir zu... Ich mach einfach mal ein Stückchen. Nee, oder? Warte. Bin ich hier oben richtig? Hallo? Ich gehe einfach mal in die Richtung. Ich habe eh keinen Plan, wo ich hin muss. Auf aufs Rohr. Oder auch nicht. Ja, klar.
So, dann kommen wir da hin, hier hin. Und von hier aus soll ich was machen? Wirklich nicht aufs Rohr springen, hier einfach so? Oder doch? Und dann hier voll cool runter? Nee. Ich muss da irgendwie rauf. Das ist schon mal irgendwie klar. Aber wie? Machen wir es nochmal eben. Eben rauf da. So, jetzt muss ich da wieder hin. Jetzt gehen wir aufs Rohr. Aufs Rohr, aufs Rohr, aufs Rohr. So, das hätte ich geschafft, das hätte ich geschafft. So schwer war das doch gar nicht. Und ich brauche hier wieder Jahre. Echt schlimm. Please excuse. Ich kann kein Englisch. Hallo? Bin ich jetzt hier umsonst hochgegangen oder was? Die Rätsel gegen Ende werden echt kompliziert für mich. Mainlift. Ja, dann mach mal auf. Was haben wir denn da vorne? Enter. Ja, was? Enter. Darüber komme ich auf jeden Fall nicht. Leider. Moment mal. Moment mal. Fuck. Ich muss das irgendwie schaffen, Moment. Machen wir es mal gerade alles, dann ist es auch besser. Nein. So. Ja. Oh. Hier ist, bin ich richtig. Für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterinnen DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Nein, wirklich. Ah, das ist manchmal so kompliziert, dann ist mein Gehirn einfach kaputti. Ich finde es verkacke, dass der Redley so böse wurde. Ich mochte ihn. Wirklich jetzt. Ansicht vergrößern. Hat's geklopft? Habe ich Halus? Ich glaube schon. Für die Dauer des nächsten, wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag ein Mitarbeiter Bescheid. Denn für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. Wie nett. Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert. Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag einem Mitarbeiter Bescheid.
Denn höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Kohle ausscheiden. Das ist nur ein vorübergehender Effekt. Wenn er aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall benachrichtige uns bitte umgehend. Ich werde Kohle ausscheiden. Also das ist ja perfekt für Gronkh. Ja, das musste mal gesagt werden. Bringt mir überhaupt was, die Treppen hier runter zu gehen? Ich bezweifle es, oder?